Melli, einmal blinzeln und von vorn. Kapitel 1. Atemlos, verzückt, träumerisch. So in etwa erschienen Melli die Gesichter der Menschen, die gemeinsam mit ihr in dem festlichen Raum des Standesamtes saßen. Einige Augenpaare schimmerten sogar verdächtig feucht oder waren rot unterlaufen wie nach einer kräftigen Heulattacke. Eigentlich kein Wunder. Schließlich befanden sie sich ja auf einer Hochzeit. Da waren Tränen durchaus üblich. Missmutig ließ Melli ihren Blick schweifen. Bestimmt war sie die Einzige, die aussah, als hätte sie den Mund voller Ameisen. Nicht, weil sie heiraten im Allgemeinen blöd oder peinlich fand. Wenn Melli ehrlich war, hatte sie sich heute früh von der gleichen Vorfreude anstecken lassen, die ihren Zwillingscousinen Lora und Pia seit Wochen fiebrige Wangen bescherte. Zugegeben, ein ganz kleines bisschen hatte sie sich auch auf das große Fest gefreut. Das schöne Kleid, in dem sie mindestens 3 Jahre älter aussah, und die neuen Schuhe mit beachtlichem Absatz. Endlich mal welche für richtige Mädels, keine praktischen Sneaker oder klumpigen Stiefel. Mindestens eine Stunde hatten sie und die Zwillinge Lora und Pia benötigt, um ihr neu gekauftes Make-up aufzutragen. Zuerst war es zu grell geworden. Pia hatte ausgesehen wie eine brasilianische Samba-Tänzerin. Dann, als hätten sie sich zum Schlafengehen abgeschminkt, aber jetzt, das hoffte Melli zumindest, wirkte es genau richtig. Nein, das alles war es also nicht. Melli hatte nur ein Problem mit dieser einen, ganz speziellen Hochzeit, die heute hier stattfand und sich in dieser Minute ihrem Höhepunkt näherte. Genau genommen hatte sie ein Problem mit der Braut. Die war nämlich ihre Mutter, und Mellies Ansicht nach war es absolut überflüssig und völlig daneben, dass ihre Mutter heiratete. Mehr als 12 Jahre hatten sie es jetzt gemeinsam, ohne Mann ausgehalten und waren höchst zufrieden gewesen. Sie hatten ja sich. Warum sollte man diesen Zustand ändern? »Ist es nicht wunderbar, dass sich diese beiden Menschen gefunden haben über die Ozeane hinweg?« tönte der Standesbeamte. »Bla, bla, bla, bla«, dachte Melli, kaute auf ihrem Kaugummi herum und betrachtete ihre lackierten Fingernägel. Gut sah die neue violett-gold glänzende Farbe aus. Nein, unter Wundern stellte sich etwas anderes vor. Egal, ob ein Ozean oder ein Weltall dazwischen lag, wirklich wunderbar wäre es gewesen, Adrian, der neue Mann, wäre ihrer Mutter nie begegnet und alles würde weitergehen wie bisher. Als ob es auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans nicht Millionen von Frauen gäbe, aus denen sich Adrian eine hätte aussuchen können. Nein, ausgerechnet hier musste er zuschlagen. Sie schaute sich unauffällig um. Es war geradezu unheimlich still in dem festlichen Trausaal. Bis auf die Stimme des Standesbeamten, das Summen einer aufdringlichen Fliege und das Rauschen der Bäume, das durch die geöffneten Fenster drang, war nichts zu hören. Da, ertappt. Dorothea, Mellies Großmutter, zeigte ebenfalls keine Begeisterung. Melli hätte fast gekichert, als sie Oma Doros fest zusammengepressten Mund betrachtete, bei dem man die Altersfalten nun ganz deutlich sehen konnte. Ihre Oma teilte Mellies Unmut, das hatte sie in den vergangenen Wochen deutlich gemacht, so deutlich, wie sich das nur Oma Doro leisten konnte. Melli blinzelte ihr unauffällig zu. Keine Reaktion. Oma Doro hatte sich im Griff, aber dann entspannte sich ihr Mund ein wenig und deutete ein winziges Lächeln an. Dafür zappelte Lora an Mellies Seite wie ein junger Hund. Die konnte es kaum erwarten, dass die Ringe getauscht wurden. Für sie war es schon eine Enttäuschung, dass die erste Hochzeit, auf der sie dabei sein durfte, nur im Standesamt und nicht mit Pomp und Gloria in einer festlich geschmückten Kirche stattfand. Mit weißem Brautkleid und Sträußchen. Das wollte allerdings Pia auffangen, weil sie keinesfalls beabsichtigte, erst in so greisem Alter zu heiraten wie Mellies Mutter Pam. Melli schob sich verstohlen einen neuen Zimtkaugummi in den Mund. Bloß nicht rascheln. Als Melli und Lora vorhin aufgeregt miteinander geflüstert hatten, wurden sie von allen Seiten mit strengen Blicken bestraft. Besonders Oma Doro hatte böse geguckt. Aber das tat sie ja sowieso die ganze Zeit schon. Der entging gar nichts. Sie hatte Augen wie ein Weißkopfadler, genauso stechend, genauso scharf. »Nun, liebe Anwesenden, kommen wir zu der alles entscheidenden Frage.« Ah, der Mann kam endlich auf den Punkt. Jetzt musste Pam Ja oder Nein sagen.
bestenfalls natürlich nein, aber Melly machte sich in dieser Hinsicht keine großen Hoffnungen. Panik stieg in ihr hoch, als sie das drängende Ja auf den Lippen ihrer Mutter sah, dass es kaum erwarten konnte, aus ihrem Mund zu purzeln. Nein, Melly, jedenfalls wollte Adrian und die ganzen Änderungen, die er mit sich brachte, nicht. Eindringling, Störenfried. Aber ihre Meinung interessierte ihr mal wieder keinen. Und jetzt frage ich Sie, Frau Pamela Bergmann, wollen Sie mit dem hier anwesenden Herrn Adrian Wilkins? Melly schluckte, schloss kurz die Augen und konzentrierte sich auf ihre Mutter. Tu's nicht, Mama, tu's nicht, dachte sie ihre Beschwörungsformel. Sinnlos. Hatte ja noch nie geklappt, warum also jetzt? Egitt, ihr war richtig schwindelig, so sehr hatte sie sich auf ihre Mutterbeschwörung konzentriert. Melly linste vorsichtig zum Standesbeamten. Warum sprach er nicht weiter? Er brauchte ewig, um Luft für den nächsten Satz zu holen. Nun gab er Laute von sich, als wäre er an einen Stimmenverzerrer angeschlossen. Was sollte das? Warum verstummte er jetzt ganz und hielt sogar den Mund geöffnet? Ekelhaft. Melly konnte einen vergoldeten Backenzahn in dem aufgerissenen Schlund erkennen. Warum bewegte sich weder ihre Mutter noch sonst jemand? Und warum hielt Laura mitten im Zappeln inne, die Hand in einer komischen Bewegung von sich gestreckt, als wolle sie auf etwas zeigen? Melly wackelte mit dem Kopf. Ihre eigenen Bewegungen waren flüssig und geschmeidig wie immer. »Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre klappern«, flüsterte sie, um zu prüfen, ob sie normal sprechen konnte oder auch an diesen seltsamen Stimmenverzerrer angeschlossen war. »Kein Problem«, astreine Aussprache. »Vielleicht hatten ihre Ohren ein Problem?« »Aber nein, sie hatte sich selbst ja richtig hören können.« Ein dunkles Augenpaar bohrte sich wie ein mahnender Finger in ihre Seite. »Ups«, Oma Doro sah zu ihr herüber, ohne den Kopf zu drehen. »Wie machte sie das nur?« Ihre Augen funkelten, ansonsten schien auch sie zu Stein geworden zu sein. Doch bevor Melly etwas zu ihrer Verteidigung sagen konnte, hörte der Spuk auf und ein allgemeines Rutschen, Hüsteln und Stühlerücken war die Folge. Der verhängnisvolle Satz wurde ohne zu zögern zu Ende geführt.